Kosmetiksalons bleiben aufgrund der nach wie vor hohen Infektionsraten weiter geschlossen. Das teilte Wirtschaftsminister Harry Glawe nach Beratungen im sogenannten Zukunftsbündnis MV am vergangenen Freitag mit. Viele Betreiber hatten auf eine andere Entscheidung gehofft, nachdem die Landesregierung in der Vorwoche von möglichen Lockerungen gesprochen hatte. Die Handwerkskammerpräsidenten Schwerins sowie Ostmecklenburg-Vorpommerns reagierten enttäuscht auf diese Entscheidung und übten in einem Schreiben scharfe Kritik an der Regierung. Damit verpasst die Branche ihnen zufolge auch noch das wichtige Weihnachtsgeschäft. Und das, obwohl gerade dort die Hygienestandards besonders hoch sind und eingehalten werden. Sie sehen darin einen echten Wettbewerbsnachteil für die Kosmetikbetriebe.